Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute die kaiserzeitliche Siedlung von Dülmen-Dernekamp zusammen mit Christoph Grünewald vorstellen. Ich muss zugeben, das hört sich zunächst einmal nicht so spannend an, diese kaiserzeitliche Siedlung. Aber wenn man sich vorstellt, dass es im Kreis Coesfeld nach Coesfeld-Lette erst die zweite kaiserzeitliche Siedlung der mittleren römischen Kaiserzeit ist, dann ist es schon etwas Besonderes. Die Befunde aus Dülmen reichen genauer gesagt von der Mitte des 2. Jahrhunderts bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts. Die Grabung wurde notwendig wegen der Erschließung eines Neubaugebiets. Das ist hier die gesamte helle Fläche im oberen Bereich im Satellitenbild. Die Sondagen durch den LWL zeigten im Vorfeld bereits, welche Befunde und welche Ausdehnung wir in etwa zu erwarten hätten. Und das hat sich letztlich auch genauso bestätigt. Wir konnten uns also beschränken auf eine Flächengrabung von nur 16.500 Quadratmetern. Im ersten Planum, direkt unter dem Flughorizont, zeigte sich zunächst flächendeckend Plaggenesch, und zwar mit dunkleren Streifen. Die sind im Nachbarfeld auch durch den Bewuchs ohne Grabung sichtbar. Es handelt sich dabei um mittelalterliche bis neuzeitliche Wölbäcker. In etwas abweichender Richtung verläuft ein aus dem Urkataster bereits bekannter Weg. Und den schauen wir uns im Profil einmal an. Unter dem Mutterboden ist die neuzeitliche Wegespur noch gut zu erkennen, auch hier ganz vorne im Planum. Darunter dann der massive Eschauftrag von etwa einem halben Meter. Der wird immer wieder durchzogen, auch von einzelnen Fahrspuren. Der Weg ist aber insgesamt offensichtlich älter als der Esch. Und das zeigt, sieht man auch ganz das unten drunter in dieser Graufärbung. Und er hat sogar noch eine Schotterung. Ein hier gefundener gotischer Schlüssel datiert ihn hochmittelalterlich. Das Niveau unter dem Esch entspricht unserem zweiten Planum. Und da sind zahlreiche Befunde zu zeigen. Ja, mein Dank gilt allen, die bei jedem Wetter draußen standen, um diese Befunde freizulegen. Das waren nämlich ganz schön viele und die haben wir hier jetzt sämtlichst auf dem Bildschirm. Darunter sind auch Bombentrichter, da sind die Wölbäcker-Spuren. Der Weg, da ist viel Natürliches dabei, da ist auch viel Unsicheres noch dabei. Und dann gibt es auch noch die ganz sicher kaiserzeitlichen Befunde und die habe ich hier in Gelb wiedergegeben. Zur besseren Sichtbarkeit habe ich mal einen Filter drüber gelegt und das sieht dann so aus. Ja, das sind jetzt nur die Siedlungsbefunde der römischen Kaiserzeit. Dazu gehört ein Haus, zwei Brunnen, eine Wasserschöpfstelle und drei Öfen für die Eisenverarbeitung. Im südlichen Bereich dann ein Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Gruben und Pfosten, darunter mindestens 5 Grubenhäuser. Einige besondere Befunde können wir uns jetzt auch noch mal genauer anschauen. Zunächst das einzig gesicherte Haus, ein einschiffiger Bau mit den Außenmaßen 14,5 mal 7,5 Metern. Die Pfosten hatten noch eine Tiefe von etwa 30 Zentimetern. Auffällig sind Doppelpfostenstellungen im südlichen Bereich, ganz gut zu erkennen. Die haben auch Entsprechungen nicht ganz so deutlich abgebildet an der nördlichen Wand. Ja, und dann gibt es noch diesen Holzkohleschleier. Das ist diese graue Fläche. Das ist jetzt kein Laufhorizont oder eine Schicht im geschlossenen Sinne, sondern das ist lokal auftretende Holzkohle, vielleicht durch Tiergänge in tiefere Lagen transportiert, aber eben auch in der Fläche klar begrenzt. Ja, so sehen die sicheren Grubenhäuser im Planum aus. Man erkennt schon die ganz ähnliche Bauweise mit jeweils einem Pfosten an den Firstseiten, die auch immer erst unter der eigentlichen Grubenhausverfüllung sichtbar wurden. Es handelt sich um eine auch an anderen Orten durchaus übliche Konstruktion. Hier in Dülmen ist es aber offensichtlich der ganz verbindliche Standard, Grubenhäuser genauso anzulegen.
Ja, nicht nur wegen der Größe sind Brunnen natürlich immer Highlights der Grabung. Einen der beiden Brunnen schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Ganz oben mussten wir die Entscheidung treffen für eine Profillinie und haben auch ganz gut die Mitte getroffen. Das Ergebnis ist dann diese durchgehende Zeichnung. Das gibt die Trichterform insgesamt wieder, das gibt die Stufen wieder im Osten und ganz unten auch den Holzkasten. Ja, aufgrund der Tiefe von 3 Metern war das natürlich nicht in einem Sprung zu machen, sondern da mussten wir immer wieder Zwischenschritte einlegen, die aber alle dreidimensional dokumentiert wurden. Ja, wie zum Beispiel unten links der Blick auch auf die Holzerhaltung. Und beim Holz hatten wir sogar das Glück, dass wir über die Dendrochronologie diesen Befund datieren können. Er wird demnach erst nach 286 nach Christus angelegt worden sein. Dieser Brunnen gehört in Dülmen also zur Spätphase der Siedlung. Nicht ganz so tief, aber doch bis auf den anstehenden Kalkmergel reicht diese Grube hier während der Reliefgrabung in 2 verschiedenen Ansichten. Die Wandung ist sehr steil bis unterschneidend. Insgesamt kamen auf der Fläche 7 vergleichbare Befunde zutage, die man wohl als Vorratsgruben ansprechen darf. Etwas seltener waren Grubenkomplexe angetroffen worden. Dieser hier ist zur besseren Differenzierung schon in Planum 3 und geschnitten zu sehen. Diesen Befund zeige ich wegen seines für die Siedlung typischen Fundinventars. Rechts sehen Sie eine kleine Auswahl nur der Keramik aus diesem Grubenkomplex. Dazu gehört die einheimische Rhein-Weser-germanische Keramik mit den hier üblichen Dekorationen, wie etwa Linien mit Rautenmuster oder Wulstgrubenreihen. Auf die gesamte Grabung gesehen liegt der Anteil der römischen Importkeramik bei etwa 3%. Hierzu zählt auch die hier abgebildete rauwandige Kanne vom Typ Niederbiber 96. Ebenfalls aus diesem Befund stammt eine Ringfibel. Und mit dieser möchte ich überleiten zu Christoph Grünewald und den hochinteressanten Metallfunden. Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich mache das gerne, diese Funde vorzustellen, weil da doch auch einige Premieren für Westfalen dabei sind, die wir bisher hier so noch nicht hatten. Die Ringfibel hat Herr Golicke schon vorgestellt. Das ist eine der ersten der Premieren für Westfalen. Ringfibeln gibt es natürlich mittelalterlich jede Menge. Die sehen aber ganz anders aus. Hier mit diesen eingerollten Enden, wobei die Enden im Gegensatz zu Omega-Fibeln, das ist alles etwas kompliziert, jetzt aus der Ebene herausrücken. Das ist eine Form, die entsteht in der mittleren Kaiserzeit irgendwo in Norddeutschland, allerdings bei recht geringer Zahl. Später schwappt das dann rüber ins Römische Reich. Das heißt, man geht davon aus, dass auch germanische Söldner das dann ins Römische Reich hineingetragen haben, diese Mode. Allerdings ist die Zahl relativ klein. Das gehört in der Regel zur Männertracht. Aber wie gesagt, es gibt relativ wenig Befunde. Auch hier ist es aus einer Siedlungsgrube. Später in der Wikingerzeit kennt man das als Silber, aber das ist ein anderes Thema. Ein definitiv römisches Produkt ist dieser Baltheus-Beschlag. Der hat einen Durchmesser von knapp 10 cm, also schon ein ziemliches Ding. In dieser Form Baltheus, das muss man natürlich erläutern, das ist der römische Schultergurt vom Waffengürtel, den man nicht jedes Mal ablegen musste, sondern den man einfach überstreifen konnte. Und da ist einfach nur als Zier eigentlich immer so ein Beschlag drauf. In dieser hervorragend gearbeiteten Form gibt es das aus Westfalen und weit darüber hinaus nicht. Es gibt ein paar Befunde aus dem dänischen Mooropferplatz von Wimose, auch hier wieder im 3. Jahrhundert. Aber aus Westfalen gibt es das nicht. Es gibt sehr einfache Exemplare, eins aus Bielefeld-Sieker und eins von Münsteraner Domplatz. Dieses kleine unscheinbare Objekt ist auch ein römisches Objekt, gehört zum Pferdegeschirr, einfach nur als Zierrad ohne Funktion, sogenannte herzförmige Anhänger, manchmal auch als Phallusanhänger tituliert, auch entstehen im 2. Jahrhundert und laufen weit bis ins 3. bis 4. Jahrhundert rein.
wie das aussieht, was alles zu so einem Zaumzeug dazugehört, sieht man hier ganz viele kleine Beschläge, die wechselnd irgendwie an den Riemen angebracht sind. An so einem Pferd ist halt viel Platz. Es gibt ein Zaumzeug aus Belgien, wo das alles noch in situ auf dem Leder aufgenäht ist oder aufgebracht ist, immer abwechselnd diese verschiedenen Formen von Beschlägen. In den Bereich der Reiterei und damit auch wieder wie der Baltiusbeschlag in den militärischen Bereich reicht dieser Sporn mit Dreipunkthalterung. Das ist auch natürlich Reiterei, Militär, ein Hinweis auf ein gehobenes Milieu. Diese Form des Sporns weist auf die Gruppe Hassleben-Leuner, herausragende Grabfunde, die wir vor allen Dingen im östlichen Deutschland und weiter östlich haben, im 3. Jahrhundert. Allerdings haben diese Leute, Adelsgräber der Gruppe Hassleben-Leuner, diese Spuren aus Silber, während das hier typisch westfälisch etwas bescheidener nun in Eisen ist. Es gibt einen Parallelfund, den sogenannten Grofelder Reiter aus Ostwestfalen, auch mit zwei eisernen Sporen aus einem Brandgrab, hier allerdings etwas jünger. Der Sporn aus Dülmen dürfte so ins späte 3. oder frühe 4. Jahrhundert gehören, der Grofelder Reiter gehört ins 5. Jahrhundert. Der herausragende Fund jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht mag vielleicht diese kleine unscheinbare Scheibe sein. Das ganze Ding hat ungefähr 3 cm im Durchmesser. Auf den ersten Blick weiß man wirklich nicht, was es ist, aber es ist eine Gussform für Fibeln. Und zwar die eine Hälfte, die zweite Hälfte fehlt. Und die wurden dann mit Passstiften, die durch diese Löcher gesteckt wurden, miteinander verbunden. Und dann konnte man auf der rechten Seite, ist der Eingusstrichter, konnte man die flüssige Bronze eingießen und dann die Fibel dann danach herausnehmen. Was dann mit gegossen wurde, sieht man hier. Oben rechts ist es quasi exakt derselbe Typ, eine Fibel aus Beckum, allerdings ohne den Nadelhalter, der wurde erst später angebracht. Unten sieht man mal, wie die fertige Fibel ungefähr ausgesehen hat, ist nicht derselbe Typ, aber man sieht eben die breite Spiralkonstruktion. Es gibt aus ganz Mitteleuropa nur ungefähr ein Dutzend solcher Gussformen aus Bronze. Meistens wird man wahrscheinlich die Guss in verlorener Form gewählt haben, aber es gibt Experimente, dass der Guss in bronzenen Gussformen ganz hervorragend gelingt. Die Dülmener Form hat dazu geführt, dass es eine gewisse Fundvermehrung gegeben hat, weil mich der Kollege Stefan Zeisler aus Kalkriese darauf aufmerksam gemacht hat, dass es von den Sonnengängern aus seinem Ritt irgendwo noch zwei weitere Gussformen gibt aus dem Bereich Diepholz. Die linke davon genau für denselben Typ, auch mit derselben Art und Weise. Die rechte gibt uns Rätsel auf, da wissen wir nicht genau, was damit eigentlich gemacht worden ist. Jens Heißler ist natürlich dafür zu danken, dass er uns das zur Kenntnis gebracht hat und dass wir das auch analysieren konnten. Zu den Gussformen. Man sieht hier die Verbreitung dieser Fibelform in der Verbreitungskarte von Lothar Schulte und ergänzt in roter Schraffur Fundgebiete, aus denen es inzwischen eine ganze Menge von diesen Fibeln gibt, was Herr Schulte nicht wusste und auch nicht wissen konnte. Beispielsweise, dass wir aus Westfalen, aus dem Bereich zwischen Ems und Lippe, mindestens ein halbes Dutzend solche Fibeln haben von den Sonnengängern und dass es auch aus dem Osnabrücker Bereich eine ganze Menge davon gibt. Das zeigt immer wieder, dass die Verbreitungskarten, die in den vergangenen Jahrzehnten gemacht worden sind, einfach nicht mehr taugen, weil da die Sonnengängerfunde nicht dabei sind. Und es fehlt eine Art von Publikationsmedium irgendwo im Internet oder sonst irgendwo, wo solche Dinge sehr schnell publiziert werden können, damit die Verbreitungskarten auch wirklich realistische Verhältnisse darstellen und auswertbar sind. Aber das ist ein anderes Thema. Damit wäre ich auch am Schluss und verabschiede mich mit dem Bild eines karolingerzeitlichen Schwertgurtbeschlags, der allerdings natürlich ein ganz anderes, auch wieder ein anderes Thema ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.